3, 2, 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem oder in dem oder über das X10 Add-on. Diesmal fahren wir die Linie 285 von Waldfriedhof oder am Waldfriedhof zur Wupperstraße. Diesmal mit dem Solaris Urbino 18. Und wir fahren quasi in den Morgen hinein. 8 Uhr morgens haben wir ja. Und ja, dann gucken wir einfach mal, dass wir den Bus jetzt mal fertig machen. Erstmal machen wir den Motor an. So, ein bisschen Licht. Bisschen Heizung. So, ein bisschen Linie einstellen. So, 2, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1 hoffe ich. Ungültige Route. 2, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 2. Ungültige Route. Es ist auch sehr schön, ja. Das funktioniert ja schon richtig gut. Ach ja, wir fahren auch nicht die 258, sondern die 285 00 00 01. Ja, das sieht doch schon besser aus, ne? So. Die Hilfspfeile machen wir an. Tracker ist an. So, und dann fahren wir mal vor. Hoffen, dass die Leute auch einsteigen wollen. Jawohl. Ein knarzendes Geräusch. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Und ich mache wieder die Tür auf. Sehr schön. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. So. Uhrzeit, Uhrzeit, Uhrzeit. Uhrzeit. Na. Kann man hier nicht. Okay. Kann man nicht. Dann fahren wir mal los. Ja. Wir fahren mir in die Karre. Ich sag's dir. Berlin ist, wie gesagt, nicht so ganz mein Pflaster, habe ich so das Gefühl. So viele Unfälle hatte ich echt schon lange nicht mehr. Das war ein bisschen stark gebremst, glaube ich, ne? Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Nimm doch einfach. Morgen. Ist doch egal, fällt mir doch gar nicht auf. Okay. 60. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Nee, habe ich nicht. Das ist ja mein Problem. So. Ja, wir fahren quasi in den Sonnenaufgang. Auch was Schönes, ne? So haben wir zumindest noch ein bisschen den Eindruck von Berlin mit Licht. Aber gleichzeitig geht die Sonne auf. Ist das nicht romantisch? Ist das nicht romantisch? Ja, habe ich mir extra für euch so überlegt. So einen romantischen Killefit hier. So. Oh. Ja, da kann man irgendwie ins Nirvana gucken. Ist jetzt auch nicht so schön. Vielleicht haben die auch gedacht, wir fahren einfach so durch, ohne zu gucken, ob von rechts und links einer kommt, weil ist ja nur ein Stoppschild. Da hätte man da eher eine Ampel hingestellt. So. Ja, gucken wir mal, was uns diese Linie hier Schönes bringt. Oskar Heleneheim.
Da ist eine Endstation wahrscheinlich von dem Bus, so wie das da so aussah, ne? Der hat da ja mal ein bisschen Päuschen gemacht, ne? So, jetzt stelle ich mich schön vor allen und ihr könnt die Ampel nicht sehen. Ha, ha. Selbst schuld. Ja, diesmal halt nicht mit dem Doppeldecker, wir machen das immer, vielleicht machen wir das immer im Wechsel, mal gucken. Schauen wir mal, ne? Lasst euch überraschen. Vielleicht fahre ich auch zwischendurch mal den NL. Ich weiß gar nicht, ob der Lion City, also der normale aus Mainz, ob der hier funktioniert. Das müsste man auch mal ausprobieren. Weil ich glaube, der wäre auch noch ganz interessant. Den bin ich auch schon etwas länger nicht mehr gefahren. Obwohl, ich bin eigentlich alles schon etwas länger nicht mehr gefahren. Weil ich ja schon etwas länger keine Omni-Videos mehr gedreht hatte. Aber ich denke, hier so zum X10 könnte man das tatsächlich ein bisschen jetzt forcieren. Zumindest mal so eine kleine Spezialserie sozusagen machen. Dankeschön. So themenwochenmäßig, sondern einfach mal so ein paar Videos spezial hintereinander weg. Vom X10. Ah, jetzt gibt's. Ah, das sieht nicht gut aus. Schön. Kommt rein. Hallo. Hallo. Fahrt ihr alle da? Nee, ist klar. Ist klar. Komm, fahr mit deinem Auto. Hinter mir ist frei. Dann kann ich auch mal endlich hier rüber. Ja, dieses wilde Hin- und Herwechseln von der Omni-KI, das ist echt spannend. Warum bremst du jetzt hier? Ach doch. Schon gut versteckt. Hat sich gut versteckt, der Goethe. Ich weiß gar nicht, steigen die im Solaris eigentlich auch hinten ein? Hallo. Wäre mal interessant zu wissen. Bräuchte man in solchen Fällen nicht vorne die Türe aufmachen. Und man war schneller wieder von der Haltestelle weg. Ja, er ist weg. Alter. Du hast doch auch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Junge, 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 Junge. Alter Schwede, ey. Nicht mehr ganz dicht, wa? Lass dir mal deine Gehirnzellen nochmal neu einjustieren hier. U2, wir wollen nicht mit. Noch kein Unfall. Cool, ne? Scharfe Straße. Ich weiß gar nicht, ob auf der Linie hoch die BVG fährt. Wäre auch mal interessant. Aber wir fahren halt heute mit BVG Repaint. Also ein knarzender Solaris. Scharfe Straße. Scharf wie Löwensenf oder mittelscharfer Hallo. Löwensenf oder extra scharf oder so. War nicht gut, ne? Kann ich mit leben. Ja, vielleicht könnt ihr einfach mal nochmal schreiben, wie der Eindruck ist so von X10 in Orden.
mich mal interessieren. Also, wie gesagt, mir macht es mittlerweile eigentlich Spaß, auch hier zu fahren. Also es ist doch recht abwechslungsreich, auch wenn natürlich hier sehr viel Omsi-Standard-Content genutzt wird. Aber das mache ich ja zum Beispiel in Ruhrau auch. Und trotzdem kann man eine entsprechende Gestaltung herbeiführen. Also ich finde es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also wie gesagt, auch diese Linienvielfalt hat was. Ja, und Floras Blumenlädchen steht wieder im Wege rum. Aber hier waren wir schon mal. Kann ich mich dran erinnern. Morgen. Morgen. Ich habe einen Blinker eingestellt. Verstehst du? Na, dann gucken wir mal, wie lange wir jetzt hier brauchen. Könnte ein bisschen länger dauern, glaube ich. Dann summen wir mal vor uns hin. Ja, und das funktioniert wieder hervorragend. Ja. Tut sich da was oder tut sich da nichts? Ja, die Omsi-KI, die ist ja auch immer sehr träge, was so das Anfahren an Ampeln angeht. Im realen Leben wäre man da schon zehnmal gefahren, weil man fährt ja eigentlich schon, oder man beschleunigt ja eigentlich schon bei Gelb in der Regel. Es sei denn, man ist eine Schlaftablette. Wow. Geht ja richtig vorwärts hier. Ja. Aber die Omsi-KI. Nö. Die. Na komm, ich sehe nichts. Komm. Ey, wollt ihr mich alle verarschen? Ja, jetzt ist es nämlich wieder so eng. Fahr mir nicht rein, bitte. Dass ich hier echtes Problem habe, ja. Stehen wir noch auf der Gegenspur? Jo. Hoffentlich kapiert die KI das. Sonst haben wir hier echt das Problem. Aber sieht gut aus. Ich will sofort aussteigen. Ich will wirklich hier raus. So, jetzt möchte ich jetzt gerne mal sehen. Was war denn? Das ist aber auch geil eng hier, echt. Idioten. Packt die auch so kacke. Normalerweise wäre da nur der Spiegel abgefahren und nicht das ganze Auto. Oh. Oh. Das war knapp. Wer kommt denn hier gleich noch die 112? Okay. Guten Morgen. Ja, morgen. Geht ihr mal durch hier? Dankeschön. Oh, will keiner irgendwie einen Fahrschein von mir? Dann drehen wir uns mal vor, ne? Kann ich bitte auch?
aussteigen. Mir gefällt Ihr Fahrstil gar nicht. Wir sind wieder reingefahren in die Seite. Aber schön, dass er nur eine gemeckert hat. Alter Schwede, ey. Mach nur Straße. So, Pussy, dann steig mal aus. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hübsches Halstuch haben Sie. Morgen. Morgen. Weiter geht's, ja. Okay. Das habt ihr jetzt gerade mitbekommen, ne? Ich habe gerade eine Fehlermeldung bekommen wegen eines Unfalls und jetzt stehen da irgendwie Gebäude auf der Strecke. Das finde ich besonders geil. Oh, cool. Ist jetzt wieder richtig? Ja, fast. Ja, das ist also irgendwie hat um sie gerade wieder ein Hau weg. Aber gut, komm, wir versuchen da jetzt einfach mal irgendwie drüber. Oh, der Scheiße. Ja, ich fahr Scheiße. Ach, hier ist eine Mauer, eine unsichtbare. Ja, fahren Sie mal vernünftig hier. Schumacher, ja? Oh, ich hasse es. Ja, hat auch nicht wenig, hat auch nicht wirklich Sinn. Cool. So, gehen wir mal weiter weg. Gucken, was jetzt passiert. Können Sie die Vorsichtiger fahren? Michael Schumacher, ja? Da war also eine Ampel. Die haben wir was ist denn jetzt? Halten Sie mal an. Ihr könnt mich alle mal ab... Ah! Aber ganz gewaltig. Komm. Jetzt werde ich aggro. Vater. So. Abreagiert. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht sein. Hoffentlich passiert das nicht bei der nächsten. Geh auf. Unfallmeldung nicht. Genauso. Dann haben wir echt ein Problem. Ja, quetsch dich vorbei. Jetzt bleibt er neben mir stehen. Das ist toll. Gut Verkehr hier, ne? Muss man ja schon sagen. Ein kleiner Stau. Schweizer. Komm, reden. Ah, bisschen spät, ne? Hallo. Man kann auch ein bisschen früher losgehen, wenn man den Bus sieht. So. Und weiter im Text. In der 285. Ah, hier ist die nächste Haltestelle. Die verstecken sich wahrscheinlich wieder hinter den Bäumen. Genau. Na, diesmal kann sich auch keiner neben mich setzen. Und mir den Weg versperren. Oder? Nee, ist klar. Boah, die Berliner, ne? Die sind ja auch echt, schmerzfrei, habe ich so das Gefühl.
hier nie. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Jetzt nicht fahren, ne? Ey, du fährst Strich 50. Was bist du denn für ein? Ja, keiner, ne? Ah, die leuchten. Die leuchten. Richtig geil. Die Dinger sind cool. Muss ich schon sagen. Hatte ich ja bei dem X10, als wir den X10 gefahren sind, habe ich gedacht, ob die wirklich leuchten. Und sie leuchten. Ich finde das gut. Schön umgesetzt, muss ich sagen. Das ist wiederum nicht so schön umgesetzt. Aber das sieht cool aus. Muss ich sagen. Respekt. Echt eine coole Sache. Was ich mich nur frage, laufen da eigentlich auch welche rüber? Das habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Zaun ist ein bisschen überdimensional, da. Die dimensional. Überdimensional. Etwas müde bin ich. Ich frag mich nur, warum der jetzt hier nicht fährt. Will der abbiegen? Nein, er will nicht abbiegen. Ist das jetzt ein neues Omsi-Phänomen, dass jetzt LKWs einfach irgendwo auf der Straße stehen bleiben? Sieht etwas danach aus, ja. Achso, da ist ein Abbieger. Genau. Richtig. Und der, der nicht Vorfahrt hat, der fährt. Ja, also die Verkehrsregeln sollte man vielleicht nochmal überarbeiten. Da wäre vielleicht so ein kleines Patch nicht so verkehrt. Kudamm. So, und glaube ich hier haben wir dann jetzt eine Strecke, die ist neu und da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, weil da der Verkehr wieder stoppt. Und das ist auch so ein Punkt. Tja. Dann müssen wir es tatsächlich wieder etwas tricky machen. Endhaltestelle. Fahrstraße. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Please leave the bus here. Genau hier.
So. Jetzt lässt er mich doch ein, okay. Terminus. Da sind wir. Ja, diesmal sind wir sehr pünktlich. Haben wir alles geschafft. Ja. Wieder einmal mit einigen Unfällen, aber gut. Bleibt leider nicht aus. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich konnte euch wieder eine neue Linie vom X10 Odd-On ja, zeigen oder präsentieren, wie auch immer. Vielleicht habt ihr ja jetzt doch Lust bekommen, das Ding zu kaufen. Preis-Leistung, ja, lässt sich drüber streiten, aber bisher, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden, schon alleine wegen der neuen KI-Autos. Ist das schon... lohnenswert, um das mal so zu sagen. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Video wünsche ich euch auf jeden Fall dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das Ding hier schaut. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ihr wieder reinschaut, bei OMSI auf meinem Kanal. Und bis dahin sage ich dann ciao, ciao.